Oh. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Untitled Goose Game zusammen mit Manuel. Wir haben zwei Gebieten in diesem Spiel absoluten Frieden gebracht und können jetzt uns einen Weg aussuchen. Wir sind an einem Punkt angekommen, in dem ich nicht mehr weiß, wo was in diesem Spiel ist. Die Gebiete davor kannte ich, hier kenne ich rein gar nichts mehr. Und eigentlich rein theoretisch, Manu, müssten wir doch hier irgendwo... Ja, guck mal, da ist der Fluss. Ja, komm mit. Und jetzt? Nee. Hä? Okay, da kommen wir nicht durch. Dann... Okay. Nein, Manu! Oh mein Gott. Ja, komm mit. Nein. Ist das ein Spaß? Na komm. Ja. Schnuller. Oh, wie man... Ach so. Oh. Ich hab den Schnuller, Ich werd auf dem so rumkauen. Okay, Leute, anscheinend haben wir richtig viele Entscheidungsmöglichkeiten, wo wir langlaufen können. Wir können uns ein bisschen umschauen, ein bisschen die Gärten besichtigen und, ja, Leute in den... Oh, Manu. Können wir doch. Mal, wir können einbrechen. Ja. Oh mein Gott. Mach's kaputt. Ist kaputt. Da ist jemand. Oh. Warte, ich hol mein Spielzeug. Jetzt, ich störe nicht. Das kann wir. Was denn? Hat er sich eingebildet? Oh nein. Er will die. Er will seinen Ball. Oh nein. Oh, er will seinen Ball. Er greift mich an. Okay. Wer ist der Nachbar da? Ich weiß es nicht. Ich hab seine Zeitung. Gott. Oh mein Gott. Denkst du, wir können die Mütze? Oh nein, er ist ja leider tot. Dem anderen geben? Ach so. Ja, aber geht ja nicht. Er will seine Zeit. Oh mein Gott, der Arme. Ja. Was machst du jetzt? Das ist ja, blöd, er lässt uns nicht mehr rein. Doch. Okay. Wir haben uns noch gar nicht umgeschaut, was der alles hat. Oh, guck mal. Manu. Was denn? Da, wir können wieder baden. Oh. Und duschen. Oh. Ui. Ja, ja, geh da rein. Mich. Oh, ich trink. Okay. Aber guck mal, sie kann bestimmt... Oh ja. Oh. Sie kann bestimmt den Hut tragen. Ich hol dir mal. Hallo, Frau. Okay, sie muss sich dücken und wir müssen ihr den Hut nehmen. Genau, jetzt kannst du klauen. Nee, sie duckt sich nicht. Sie hat nicht viel geduckt. Hallo? Hä? Was passiert da? Was zur Hölle? Sie ist... Oh mein Gott, sie hat sich gerade zer... Ey, pass auf! Ja, lass dich hochriefen. Nee, ich glaube, man kann es ihr nicht wegnehmen. Oh mein Gott, Manu, warte. Was denn? Guck dir mal das an. Hä? Ich bin die Gans. Die ist ja viel schöner als du. Hallo? Oh Gottes Willen, die ist ja ultra gefährlich. Ja. Okay. Das ist ja lustig. Oh cool. Was zur Hölle? Die muss komplett verwirrt sein. Wollen wir mal schauen, was wir machen? Eine wertvolle Vase zerbrechen hilft der Frau, die Büste anzukleiden. Eine Büste? War das nochmal? Hier, da. Die Büste. Ah. Die muss angekleidet werden. Das heißt aber auch, wir müssen ihr wahrscheinlich was wegnehmen. Manu. Oh ja, stör ihn. Oh Mann. Hä? Oh, die ärgert sich jetzt über die Nachbarin. Ah, und wenn wir das öfter machen, passiert bestimmt was. Ja, aber wir können es nicht nochmal auf. Also, es war so ein Einmal-Ding. Warte, können wir da reingucken? Kann ich die Herd triggern. Ja, hier. Guck mal, da ist was drin. Ja, aber nix ist da drin. Oh mein Gott. Ich mach's kaputt. Oh mein Gott. Ja. Wir können da hoch. Lol, wir können rüber. Wir sind wieder bei ihm. Wenn die Nachbarin plötzlich alles hat, was dem lieb und heilig ist. Dann rastet er aus. Dann müsste er ja eigentlich ausrasten. Wir müssen dem nur, der muss nur sehen, dass es hier drüben ist. Mach mal auf. Schnell. Hier, guck mal. Nein. Lol, what? Hol's dir. Cheater. Ich halt auf. Nee, da gibt's keine Interaktion. Okay. Nee. Oh Gott, Hilfe. Komm einfach raus. Guck dir das an. Hier, wir werden halt die Vase einfach zerstören. Okay. Das ist unsere Aufgabe als schreckliche Gans. Was denkst du, wie wir das am besten machen? Indem wir die nach oben bringen und dann runterfallen lassen. Nee. Ich hätte eher gedacht, dass wir es mit dem Hammer von der Glocke zerstören, aber okay. Ja, die Vase! Ja. Hä? Was macht er denn jetzt? Hä? Der hat das gegen den Kopf geworfen! Das wird er noch bereuen. Als ob du jetzt genau da standest, wo die... Oh Gott, sie streiten! Sie haben meine Vase zerstört! Hab ich gar nicht! Das waren sie selber! Wieso hab ich meine Vase zerstört? Oh Gott, der arme Frosch, erstmal hinstellen. Dir geht's immerhin noch gut. In der Theorie. Kann auch das hier zerbrochen werden?
Nein. Oh, ich hoffe, er zerbricht nicht. Ich muss sagen, ich finde Frosch ultra cool. Ah, oh, okay. Er wirft ihn aber trotzdem rüber, obwohl er genau gesehen hat, was er davor getan hat. Was ist das denn für ein Monster? Aber sie bringt auch die Zeitung nicht zurück, muss man sagen. Was, wie binde ich mir bitte die Schleife um? Ich will die haben. Ich kann mich da... Guck mal, ich bin die Gans. Hä? Ja, pack sie jetzt an mich dran. Nee, das muss sie machen. Ah, dann gib's ihr. Oh, ich will die aber haben. Okay, dann mach. Hä? Wie? Vielleicht muss die hier weg. Ach so. Niemand ist da. Alles ist gut. Dein Leben ist in Ordnung. So, das nächste, was da liegt, ist die Schleife. Ja. Bitte. Jetzt steck's sie dran, an. Bitte. Das wäre so schön. Oh mein Gott. Ja, sie macht's. Oh. Ja. Oh Mann. Schau mich an. Oh, sie hat sie voll erschrocken. Schau mich an. Ich bin so wunderschön. Oh, guck mal, ich kann's drehen. Ja. Das hier kann man auch drehen. Was denkst du? Denkst du, wir kriegen das drauf? Da oben drauf? Ja, wir müssen ja die Büste ankleiden, oder? Hä? Was willst du denn jetzt für den Mut? Ja. Nein. Oh Manu. Sorry. Oh, ja! Als ob sie das einfach macht. Denkst du, jetzt die Pfeife geht auch an den dran? Ja, komm. Weißt du, wir tun der armen Frau so viel Böses. Dann helf mir der jetzt auch mal, okay? Okay. Helf mir der, ihre Wäsche zu waschen. Zack. Wäsche gewaschen. Hier, die Socken müssen auch noch sauber werden. Ich bist ja ein richtiger Gönner. Ja, natürlich. Du auch. Okay, ich helfe ihr auch. Linke und rechte Socken. Zack. Ja, komm. Zack. Alles sauber. Pantoffeln und die Seife brauchen wir noch. Hier, da wäre die Seife. Prank. Manu. Ach, seine Pantoffeln. Ach so, ja, das ist ja gar kein Problem. Vor dem Jungen haben wir eh gar keinen Respekt. Ja. Hallo, ja, ich habe hier ein Stück Seife. Alles gut. Trink du deinen Tee, solange Manu noch beschäftigt ist. Wenn er sitzt vielleicht? Oh ja. Ah. Sieht gut aus. Oh ja, der wackelt sogar schon. Ja, da war's, man hat's gesehen. Ja. Hab's. Sehr gut. Aber in Detail. Komm. Ach, der war da. Oh Gott, Hilfe! Er will mich umbringen. Er wird ihn umbringen, wenn es so weitergeht. So, komm. Runter. Ja. Wir müssen ihn sauber machen. Schnell putzen. Ja. Oh, wir sind die Besten. Ja, sind die Gönner. Hier, warte, ich schrubb noch ein bisschen mit der Seife. Wo ist sie denn? Oh, die Seife ist ja cool. Schrubb. Hier, ich auch. Oh, danke. Oh, wasch mich. Wasch mich. Tu ich doch. Oh. Sehr lecker. Hier, nochmal die Socke ein bisschen. Ich glaube aber, ist sauber. Perfekt. Okay. Jetzt muss trocknen. Dann gehen wir nochmal rüber zu ihr. Und dann brauchen wir jetzt nur noch was Cooles für die Büste. Irgendwas Cooles zum Anziehen. Sein Tee auszuspucken. Ja. Er hat gar keinen Tee. Doch, hat er. Ja, aber da ist ja nichts drin in der Tasse. Ja, vielleicht, genau. Warte, vielleicht. Stopp. Nee, aber er trinkt ja auch. Nein. Vielleicht trinkt er jetzt, merkt, dass es leer ist. Und dann füllt er es nach. Man hört ihn sogar schlürfen. Er regt sich halt die ganze Zeit auf. Die Zeitung. Und er hat nur noch einen Pantoffel. Ihm geht's richtig schlecht. Okay. Jetzt trinkt er wieder. Okay, warte. Jetzt. Das war da. Ah, Alter, cool. diese dumme Glocke. Ja, was gibt's? Ich hab mein ganzes Tee verspuckt. Nur wegen ihrer Glocke. Als ob, doch nicht wegen meiner Glocke. Was soll denn dieses Konstrukt überhaupt sein? Warum gibt's das? Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, warum sie es auflädt. Ich habe keine Ahnung, was bei ihr abgeht, so gestört, dass sie das aufladen muss. Okay, ja, denkst du, wir können irgendwie die ganze Leiter umschubsen? Also ich kann dir auf jeden Fall einiges mitgehen lassen. Oh. Ah, ja, und jetzt? Oh, warte, das ist doch Keramik, oder? Ja. Willst du wieder was kaputt machen, oder was? Denkst du, nicht gelernt? Er will's ihr nicht einfach geben, er will's wieder werfen. Ich kenne den Jungen. Nein. Oh, aber ist haltbar. Ah. Oh, warte. Ah, stimmt, den hatte ich gerade auch schon in der Hand, aber was bringt das? Vielleicht kannst du die Büste anmalen. Hier, guck mal, da. Das ist doch eine geniale Idee, oder? Okay, dann nicht. Dann küsse ich diesen Fisch. Oh, ey! Ich dafür wäre ein Paar. Ach man, diese Figuren sind echt cool, muss ich sagen. Der Frosch sieht ultra chillig aus und dieser Fisch mit Beinen ist ultra lustig. Oh mein Gott, das ist das Klo ist ja auch lustig. Ja, okay, warte. Ja. Wir müssen noch irgendwo was zum Ankleiden finden. Aber vielleicht ist es woanders. Vielleicht gibt es hier noch einen dritten Garten. Oh, was hier? Ein Brunnen.
Oh, in den will ich reinhonken. Oh, es geht! Ja. Und hier unten ist die Abkürzung. Oh, ja, guck mal! Oh, eine Schleife, ja! Ja. Denkst du, die können wir anziehen? Ja. Ich krieg die blaue, du kriegst die rote. Oh, was ist das Geld. Dann, Donut? Donut? Ja. Piff's rein! Boah, ist das tief. Hä, er ist bodenlos. Ja, oder da liegt wer drin. Ja, und hat er es gefangen, oder wie? Ja. Okay. Das, Frau, ich hab was für dich. Eine blaue Schleife. Aber was das auch für unterschiedliche Garten sind. Guck mal, das ist so ultra Snob hier. Ja, alles gut. Nein, das ist unsere Schleife, beruhigt dich. Die eben, warum? Und sie hat so den die ultra alle... hübschen. Die, Alter, die sind ja ultra geil auf diese Schleife. Ja, was ist denn los? Er steckt dran. Oh mein Gott. Oh, bist du schön. Und jetzt bist du dran. Schnapp du dir die rote Schleife. Oh mein Gott. Ich lebe nicht, ich lebe nicht. Ja. Oh, wie cool. Die Multiplayer-Schleife. Ui. Ja. Oh. Aber warum hast du denn die blaue? Oh Mann. Schneckchenblau. Nein, das gibt's nicht. Manu, du hast diesen Nachbarn. Ja, und jetzt? Ja, Manu. Die einzige Quelle an Kleidung, die es noch gibt. Ja. Ja, ist eigentlich der Typ hier. Immer. Die Brille. Hallo? Hallo? Hat er. Hat meine Schleife genommen, aber oh will mein ich Gott. Gleich rüberwerfen. Er doch mal. Alles klar. Ja, ja. Das wirst du noch bereuen. Das wird wir bringen dich gleich um. Du wirst blind jetzt werden. Mach mal auf. Oh. Mach ich es auf? Ja, komm schnell. Flieh ins Wasser. Im Kreis. Da ja. Kann er nicht rein. Ich häng ihn ab. Okay, perfekt. Ich flieh durch. Hier, Brille. Hier, komm mit. Komm mit, hier. Komm mit, du Olle. Hier. Hier, guck mal, ich hab eine Brille. Brille, Brille, Pfeife, Brille, Brille, Brille. Nimm du die Pfeife, die da Brille, liegt. Brille. Pfeife, nein, Brille. Pfeife. Ja, genau, hier hin. Okay, jetzt müssen wir sie nur herlocken. Oh ja. Nee. Guck mal, wie ich da hochguck. Ja, wie begeistert ich bin. Erstmal, ja, die Brille, die könnte da ranpassen. Oh, alles klar, okay. Oh ja. Und jetzt noch die Pfeife. Komm schon. Cool. Der Nachbar wurde erobert. Eine neue Aufgabe. Bring jemanden dazu, die Rose für den Wettbewerb abzuschneiden. Was? Können wir die links vielleicht einpflanzen? Oh mein Gott, hassen die sich jetzt so sehr, dass sie gleich die Wettbewerbsrose, die er hat, durchschneidet? Ach so. Okay. Hä? Oh mein Gott. Warum hassen sie uns so sehr? Müssen wir vielleicht die Rose verschieben? Können wir den Topf verschieben mittlerweile, weil der da dieses Schild weggemacht hat? Ja! Okay, oder müssen wir es nur in einen Streit ausarten lassen? Ah, das ist drüben. Okay, ey, guck mal, der hat seine nasse Pantoffel geholt. Ja, und den BH! Er hat auch beide Pantoffeln wieder. Ja, er hat die nassen gerade rausgeholt. Jetzt reicht's aber! Wie können sie es wagen? Immer wieder und warum wieder. Schreien Sie mich die ganze Zeit an. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Machen Sie Ihre Scheißglocke weg. Mit dem mein Gott, die bilden sich diese Glocke doch ein. Und wieder aufziehen. Dieser Nachbar ist immer nur, lass mal alles stehen. Sonst macht die nie irgendwas. Sie muss Ordnung haben, sonst rastet sie aus. Sieht es schon mal hier in die Nähe von der Rose. So. Nimm ruhig, ist okay. Ja. Und was hast du jetzt vor? Ach so. Ah. Warum hast du sie gerade erschreckt? Genau. Oder müssen wir sie erschrecken? Ja! Nee, wenn sie recht schneidet, ne? Kann das sein? Nee, hä, warum? Sie hat, glaube ich, gerade einfach so geschnitten. Ich glaube, du hast sie gerade abgebrochen. Als ob. Oh, wie sie sneaky wegguckt. Er checkt's gar nicht. Ich glaube schon, er denkt drüber nach. Warte, was? Doch. Oh, doch. Er beschwert sich. Oh Gott, er beschwert sich. Oh nein. Was passiert? Sie öffnet das Teil. Ja, aber warum? Flieht sie da jetzt durch? Weil sie selber. Sie kriecht da selber durch. Als ob sie das macht. Das wird schon irgendwo Sinn machen, weil sie genau weiß, was sie jetzt erwartet. Wie gemein ist das denn?
Okay, und jetzt kriegt sie den Ärger. Was wollen Sie denn? Wie können Sie es wagen? Sie haben meine Rose abgeschnitten. Ich weiß von nichts. Was für eine Rose? Was sind Rosen überhaupt? Meine Rose. Ich will das mal umdrehen. Ja. Oh. Das. Oh, ja. Aber das hat sie ja vorher schon gemalt. Sie hasst uns einfach. Ja, es hing ja anscheinend schon mal. Oh, das ist schön. Stell dich neben dran. Perfekt. Sie will. Was macht sie da? Hä? Wir haben, stellt's richtig hin. Genau da aufgestellt. Hä? Wo sie es auch aufstellen will. Ich glaube, es wird Zeit, Maudado. Wir müssen es finishen. Denkst du, gehen wir nicht langsam in Rente? Also die Frau hat sich einiges erlaubt und ich glaube nicht, dass ich das so stehen lassen kann. Warte, Mann, nein. Ich glaube, wir gehen einfach mit den Schleifen. Also, ist das der Trade? Ah, Leute. Oh. Ich würde sagen, komm her, Manu. Friedliches Was Ende. Was eine romantische Geschichte, die sich hier in diesen kleinen Gärten zugetragen hat. Wir sind die Gänse. Und sagen Tschüss. Aber vorher sind noch ihre Beine! Ja! Ich hab den linken Fuß im Mund!